Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei BF4. Unsere Mission ist gerade klar definiert. Wir müssen Irish finden. Ich folge jetzt einfach mal den Pfeil. Leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Weg angehen. Ja, chill doch mal. Denn wir waren letzte Folge in Shanghai und da haben wir ein paar Flüchtlinge mitgenommen. Und ich muss immer noch husten. Nicht so cool. Vor einigen Minuten gesprochen, aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lassen Sie durch, Leute. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos. Gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Was habt ihr so für Leiden? Das Ganze ist doch total. Wenn Admiral Cheng auf Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Boah, wie geil. Wissen wir es mit Sicherheit. Irish ist voll in Ordnung. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Das ist schlecht für die Zusammenhalt. Auf der anderen Seite davon das Gewissen nicht komplett ausblenden, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irish's. Hey, Irish! Back. Hey, was geht, Kleiner? Hier für dich. ...396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squad-Leader. Selbst unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Es war das Richtige. Deine Argumentation musst du noch fallen, Irish. Was ist das? Beziehungsweise, was war das? Nicht gut, Peck. Tombstone! Oh, zum Geier ist Tombstone! Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir. Komm, Wrecker. Ja, geht ruhig vor. Aber what the fuck? Safe working loaded. Die Zeit wird knapp auf der Titan.
Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommen. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squad wieder. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Ja, mit was kleiden wir uns denn heute aus? Ich würde sagen, eine Sekundärwaffe. Können wir zwei Sekundärwaffen mitnehmen? Zwei Primärwaffen. Dann hätte ich gerne die Kubitz. Nee, sparen. Die hier. Ja, es geht. Sehr geil. Okay, cool. Ich habe ein Rip klar gemacht. Los. Hier sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Lass es einfach, Irish. Beeilung, Marie. Die Zeit ist gegen uns. Sergeant Wrecker an Steuer. Soll ich irgendwas triggern oder so? Nee, okay. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh dir an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Müssen wir dahin? Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Little Bird ist auch mit dabei. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du frisst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Agent Kovic. Wie bitte, Marie? Ich genieße die Fahrt, wie ich es tun soll. Unter der Titan ist ein Riff am Rand einer 3000. Kann niemand sehen? Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott. Ich bin euch voller Wasser. Glaubt es nicht. Glaub es euch, kleiner Bruder. Irgendjemand hat sie erledigt. Tobin, Sir. Wo müssen wir hin? Kommt herein. Kadrmo und Kaisi. Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so. Ja, na klar, die sicherste Variante, um reinzukommen. Schiffsabwehrrakete! Fahr durch, Wrecker! Ja, schön wär's, ne? Ich komm nicht weiter. Vielleicht mit Anlauf? Pass auf. Ja, hä? Die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie haben mehrere Stunden lang Berichte gesagt. Wie wir jetzt darauf gefehlt. Los, fort! Wenn das Ding kippt. Irgendwann wird sie runterrutschen. Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Da lang. Wie voraus. G46. Wir sind hier gerade mal bei... Keine Ahnung, wo. G6... Ja, das ging ja schnell. Wrecker hat sie! Ja, warte, ich helf dir. Aufmachen! Da sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja?
Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los! Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Geil. Erreiche die SK-Zentrale. Okay, sehr gut. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen stiller hier in die letzten Folgen und die Folge auch. Aber wir spielen immer diese Charaktere, die nichts sagen. Ich weiß, es sollte mal ein bisschen kommentieren hier, aber ich finde, es soll eigentlich schon so passen, dass nur die reden. Weil die reden ja ziemlich viel und man sollte das auch alles verstehen. Was die da labern, ne? Das Schwimmen im Multiplayer ist auch pervers geil. Mit einer Hand eher so ein paar C4-Packerl an irgendein Schiff dran packen, richtig cool. Kommen wir hier hoch? Ja. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann losgehen. Wohin? Ja, scheiße. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant. Von uns hängen mehrere 10.000. Maschinenraum? Mann, seht euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße. Ich glaube, das Wasser steigt. Finde einen Weg dadurch. Wir müssen die Insel rausschaffen, bevor das Schiff untergeht. Na, großartig. Sie läuft voll. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Scheiße. Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. Also Beeilung. Also los, runter von diesem Rosthaufen. Was bist du eigentlich für ein Hurensohn, Alter? Oha, da sind ja überall Japsen. Also Chinesen meine ich natürlich, ne? Perfektes Aim, wenn alles so schief ist, ey, ohne Scheiß. Ja, natürlich perfektes Aim.
Warum kann ich nicht mehr schießen? Hä? Lol. Ich konnte gerade nicht schießen, ich weiß auch nicht warum. Trollolol. Scheiße, ey. Naja, jedenfalls werden wir es schaffen in der nächsten Folge. Und wir drücken auch in der nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein. Servus.